Und weiter geht die wilde Fahrt. Eltern haben ihre Kinder. Jetzt geht es weiter und heben erstmal unsere erste Audio-Nachricht auf. Und hören sie uns natürlich direkt an. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen und du sitzt denn hier fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Was ist passiert? Ich blute! Oh Gott! Was passiert hier? Tja, da hat wohl jemand seine Tage. Sie blutet. Und wieder am alles durchsuchen. Und auch das ist. Was ist denn da? Ah, der Kompass fällt seit oben, ja, natürlich. Auch eine schöne Sache. Wie. Oh nein, ich hab. Ja, du bist hässlich, du bist voll. So, mach hier. Nein. Und ihr wisst natürlich, wie man das Telefon benutzt. Was? Okay. Was zum Teufel ist hier los? Ich bin total verspleißt. Total verspleißt. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Ja. Das kommt auch immer mal wieder vor, so totale Psycho-Nachrichten. Aber meistens saulustig, wie gerade eben. Ich bin total verspleißt. Das Loch in der Toilettenwand. Glory Hole. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Ja, was ich sagen wollte, ich find's auch schön, wie hier so diese kleinen Feinheiten über diese Audiobänder rübergebracht werden. Das ist immer wieder lustig, was da einfach für Scheiße zutage gefördert wird. Muss immer wachsam bleiben. Immer. Das ist ein ganz schön gewaltiges Loch. Im Food Life Tier 4. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Aber natürlich, mein Freund. Natürlich. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Aber die ist doch so süß. Rapture. Sie hat eine Vorstellung davon, dass Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Esther. Hi. Nein, Kind, pass auf! Er will dir was tun. Oder so ähnlich. Hä? Boah, es liegt Kinder. Das wird direkt bestraft von Mr. Bubbles in Action. Komm schon. Genau das kriegen Leute, die sich an Kindern vergreifen. Ich vergreife mich nicht an Kindern. Ich tue das nicht. Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Elend und er beschützt sie dafür. Oh ja, ich verstehe warum. Pack ich, Splicer. Oh, bist du hübsch. Ah. Zirkus der Werte. Defekter Verkaufsautomat. Wie knackt man ein Schloss? Genauso. Ich hätte Schlossermeister werden sollen. Ja, wunderbare Musik. Was liegt denn hier schönes rum? Denn man will sich ja hier nichts entgehen lassen. Besonders, wo kleine Little Sisters unterwegs waren. Und ich bin ganz schockiert. Drücke Escape, um dein Spiel zu speichern. Was? Ich muss dann noch... Da muss ich ja noch eine Taste drücken, um zu speichern. Das ist ja unerhört. Spiel gespeichert. Leuchtend. Also hier wimmelt es einfach so von Splicern und Alkohol.
Hi. Wow. Die hält mehr als... Mehr aus als einen Schlag. Wer hätte das erwartet? Und weiter geht's. Du hast keine Chance. Ja, der hält nur einen aus. Wusste ich doch, dass ich mich... Damit ist das eine andere Bleichsart gewesen, deswegen. Ach, sie sind alle so schön verrückt. Ich liebe sie. Man kann sie doch einfach nur gern haben. Schockierend, nicht wahr? Ja, das bringt so die meisten, wenn man mit einem Blitz ins Wasser schießt. Während sie drinstehen natürlich. Mr. Bubbles. Die guten Mr. Bees haben nämlich immer ziemlich viel Kohle dabei. Hüpp. Good morning, Raptor. Ja, es ist immer gut, entgegen der Richtung des Falls zu laufen. Also, um alle Areale zu überprüfen, in denen man noch nicht war. Was da hinten cool ist. Na, das sehen wir bestimmt noch wieder. Gent. Genau, suchen wir erstmal die Herrentoilette auf. Denn dort befinden sich immer wahre Schätze. Wie jetzt zum Beispiel Bandagen. Ein Waschbecken mit äußerst ekelhaftem Wasser. Naja, fast wie so eine Art Scotch. Hier wieder alles voll mit Periode. Ah, hey, furchtbar. Ja, ich sollte das lassen. Die ganze Stadt geht den Bach runter, alles ramponiert. Fürchterlich. Also hier gibt es leider gar nichts. Aber in diesen Lagerkisten. Ah, verflucht. Aber Whisky drin. Ich weiß nicht mehr, wohin es lang geht. Na, gehen wir nach. Ja. Sicherheitsalarm ausgelöst. God damn it. Verdammt. Ja. Prügeln. Ist aber ordentlich einstecken, ne? 0-0 Schrot. Was soll ich denn bitte mit 0-0 Schrot? Holen das Schrotblitz. Oh, noch mehr Spielkameraden. Kommt runter zu mir. Ja. Los. Atlas, wir werden deine Familie retten. Nichts kann mich davon abhalten. Noch nicht mal diese hässlichen Spacken hier. Auf zum Medical Pavilion. Los. Kann man nicht irgendwie sprinten? Kenne ich ja gar nicht. Wenn man Umschalt drückt, dann... Cool. Egal. Ich arbeite weiterhin mit der Rohrzange. Und meinem Electro-Bolt. Ja, beeil dich mal lieber. Oh, meine Hand leuchtet. Ja. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB? CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Was ist es denn? Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Also ich finde Dos Vidanje eigentlich ganz gut. Ach. Nein! Mach die Tür auf, du Wahnsinniger! Beeil dich! Ich will nicht! Oh, nein! Verschwindet, die Wahnsinnigen! So, mach die Tür zu! Das war ja fast schon knapp. Ziele immer auf den Kopf, so fügst du mehr Schaden hinzu. Ja, das ist natürlich äußerst sinnvoll, denn im Kopf sitzen alle lebenswichtigen Funktionen der Hirnsteuerung. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang, mach schon. Es wackelt. Schwer
siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Tatsächlich. Ich fühle mich gar nicht gut. Ich bin ungemein witzig. Und manchmal sehe ich sogar die Augen nicht noch. Ah, das ist auch ganz nett. Man kann hacken, indem man hier so ein lustiges kleines Minispiel mit Ohren baut. Und am Anfang ist alles noch total Friede, Freude, Eierkuchen, total einfach und jeder Schwachkopf kann das lösen. In der vorgegebenen Zeit, wie langsam das hier reinschnur. Aber. Naja. Brupp. Und jetzt arbeitet der gute Sicherheitsbot für mich. Bleib von meinen Patienten weg! Was? Patient? Danke für den Besuch. Du bist doch schon durch krank! Durch und durch? Du hast ja keine Ahnung von mir, wie krank ich tatsächlich bin. Gut. Hier geht's zur Notfallzugangskontrolle, was auch immer das sein soll. Und gehen damit los und retten die Familie von... Atlas. Auf nach Neptunes Bounty. Und zwar genau jetzt. Sicherheitsalarm ausgelöst. Zutritt bis auf weiteres untersagt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ja, du kannst mich mal. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Ach ja, Dr. Steinman ist eigentlich fast schon mein Lieblingsgegner hier. Ah, ein Tagebuch. Von wem ist es denn? Ach, von Dr. Steinman. Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Nein. Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Ja. Der ist eindeutig mein Lieblingspsycho hier. Der ist so genial drauf. Ja, aber heute entlassen. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Verflucht. Kann ich hier durchschießen? Oh. Oh, Mann. Nicht sterben, nicht sterben. Also, ich muss mal... Das ist echt schwierig mit... Wow, wo kommt der denn her? Parasit, ja. Dieses Wort werden wir leider noch öfter hören. Minderwertigkeitskomplexe. Ja. Wow. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was sie angerichtet haben. Oh. Die... Ach, ich habe keine Munition mehr. Okay, es war eine vergnügliche Nacht. Also, ich fand's ganz nett, ja. Ja, genau. Also, bei der Maschinenpistole. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Maschinenpistole ist jetzt die behinderte Scheißwaffe, die man hier im Moment eigentlich haben kann. Aber... Sobald wir an den ersten, an die erste Power to the People Maschine kommen. Sie haben mir Schönheit versprochen! Steinman! Ich sollte wunderschön werden! Sehen Sie mich an! Sehen Sie mich an! Ja, was wir sehen ist übrigens so diese